Und die Binde tut sich da nicht viel. Also, oh Gott, die Binde ist sogar noch größer. Also ihr seht, die Binde hat Schuhgröße 45. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal Einfach Melody. Heute dreht sich alles um das Thema Wochenbett bzw. mein Wochenbett. Darüber möchte ich euch etwas erzählen, wie es mir ergangen ist. Erstmal für alle, die mich jetzt nicht kennen, ich stelle mich kurz vor. Ich bin die Melody, ich bin 34 Jahre jung und habe vor 8 Wochen meinen zweiten kleinen Sohn auf die Welt gebracht, den Anton. Übrigens gibt es schon ein Wochenbett-Video von mir von 2018, da habe ich nämlich meinen ersten Sohn bekommen, den Arthur. Und dieses Video ist absolut gut angekommen bei allen. Es hat über 700.000 Klicks. Hier nochmal das Foto dazu und ich verlinke euch das Video auch gerne unten in die Infobox, dann könnt ihr es euch anschauen, wenn ihr wollt. Viele Leute haben sich amüsiert bei meinem Video. Mir war das gar nicht so bewusst, dass das so lustig rüberkommt, aber tatsächlich, mein Gott, man muss diese ganze Wochenbett-Situation auch lustig sehen, denn sonst würde man weinen. Ja, wir starten. Was ist denn überhaupt das Wochenbett? Für alle, die jetzt vielleicht gerade schwanger sind und sich schon mal informieren wollen. Ich hatte mich damals nicht informiert. Ich wurde wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Also Wochenbett bedeutet in erster Linie natürlich erstmal die Wochen nach der Geburt. So ein Wochenbett dauert meistens 6 bis 8 Wochen. Wochenbett heißt es... Natürlich auch, weil man die meiste Zeit im Bett verbringen sollte, Entschuldigung, besonders die Frau mit dem neugeborenen Baby. Es ist die Zeit des Kennenlernens, des Kuscheln, der Annäherung zwischen Mama und Kind, aber auch Papa und Kind. Und ja, es sollte einfach eine ruhige Zeit sein, deswegen Bett, deswegen also alles runterschrauben, nicht so viel arbeiten, nicht so viel tun, nicht putzen. Und natürlich bedeutet es, ja... dass der Mann sich natürlich ausgiebig um die Frau kümmern soll, denn die Frau hat Wahnsinniges geleistet, nämlich so eine Geburt ist einfach eine sehr große Sache für den Körper, für die Frau und da sollte man auf jeden Fall mit sich selber sehr behutsam umgehen, deswegen, liebe Männer da draußen, passt auf eure Frauen auf und erfüllt ihr jeden Wunsch in den ersten Wochen. Natürlich auch danach, klar, aber ich meine, besonders wichtig ist einfach, ja... die ersten Wochen. Sie sind wirklich magisch und da sollte der Mann einfach auch was tun. Ja, ich meine, die Schwangerschaft und alles, das lag eher alles an der Frau. So, jetzt erzähle ich euch aber über mein Wochenbett und ich zeige euch auch alles, was ich benutzt habe, was ich aus dem Krankenhaus mitgenommen habe, beziehungsweise bekommen habe und was ihr euch auch schon mal besorgen könnt im Voraus, damit ihr da nicht einfach planlos in dieses Wochenbett reinlauft. Genau. Ich habe Anton Anfang Februar bekommen, eine natürliche Geburt war das, es ist wie gesagt mein zweites Kind und natürlich bin ich unten gerissen, ich sage natürlich, weil einfach 90% der Frauen etwas reißen, bei mir war es 2. Grades, also eigentlich in der Norm, was normal eigentlich so ist und die Geburt ist sehr gut verlaufen, war übrigens nur 4,5 Stunden hat sie gedauert, Arthur hat 18 Stunden gedauert, bei der zweiten Geburt geht es tatsächlich schneller, also bei mir hat es auf jeden Fall gestimmt, was man sagt. Und natürlich wusste ich auch, was auf mich zukommt durch mein erstes Wochenbett und ich muss sagen, ja, ich finde das absolut gruselig, dieses Wochenbett, so empfand ich es beim ersten Mal. Ich bin beim ersten Mal total blind in diese Situation reingelaufen, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet und irgendwie hätte man sich ja denken können, dass da unten ein riesen Baby rauskommt und dass da irgendwas in der Scheide passiert und Blut rauskommt und so, aber irgendwie habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht und ja, wurde danach natürlich etwas überrumpelt, sage ich mal. Gut, auf jeden Fall wusste ich dieses Mal, was auf mich zukommt und ich muss sagen, ich hatte es irgendwie ein bisschen schlimmer in Erinnerung, als es jetzt irgendwie im Endeffekt war. Oder man war es einfach so gewohnt, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall bekommt man das Baby.
Man reißt unten auf und natürlich ganz viel Blut. Ja, deswegen bekommt man im Krankenhaus, oder habe ich auch im Krankenhaus schon bekommen, meine Wickelunterlage. Ja, die habe ich dann gleich auf mein Stationsbett drunter gelegt bekommen, weil man natürlich total ausläuft. Ich meine, man muss sich vorstellen, man hat da gerade ein Kind geboren. Es ist ganz klar, ich meine, das Ding ist so offen. Du hast die Plazenta auch noch rausgeboren. Ist klar, dass da alles rauskommt, auch ganz viel Fruchtwasser noch. Und Blut und Schleim und also ich weiß gar nicht, was da alles rauskommt, aber Mann oh Mann, es ist eine ganze Menge. Und dafür eben diese Frauenwickelunterlage, sage ich mal, die braucht man auf jeden Fall, bekommt man aber im Krankenhaus gestellt. Dann bekommt man natürlich, das sind wirklich meine Lieblingsdinger, diese tollen Binden bekommt man. Und ich weiß nicht, man erkennt das jetzt vielleicht nicht so, aber die sind wirklich sehr groß. Ihr müsst euch mal mein Gesicht anschauen, ja. Und auch die Breite, schaue auch die Breite. Also das ist auch echt eine breite Binde, sage ich mal. Und damit ihr richtig versteht, wie groß die sind, habe ich jetzt mal einen Schuh von meinem Mann hier mitgebracht. Das ist Schuhgröße, was ist das? Schuhgröße 44. Und die Binde tut sich da nicht viel. Also, oh Gott, die Binde ist sogar noch größer. Also ihr seht, die Binde hat Schuhgröße 45. Und sie ist ungefähr so dick wie die Sohle. Ja, auf jeden Fall bekommt ihr diese Binden, Gott sei Dank, vom Krankenhaus. Übrigens dürft ihr euch da auch 2, 3 in die Unterhose stecken, denn wirklich, es kommt so viel raus, dass es wirklich ja, so viel benötigt. Ja, also 2, 3 von diesen Lappen. Von diesen Schuhsohlen, sage ich mal, kommen dann in die Hose. Und dann bekommt ihr auch noch Einwegwaschlappen. Das sind dann so viereckige Dinger. Da könnt ihr eure Hand machen, das könnt ihr nass machen. Und dann quasi ja, euch unten feucht abwischen. Könnt ihr auf jeden Fall fragen, dass ihr die bekommt. Genau. Und dann bekommt ihr natürlich hier auch noch solche wunderbaren Unterhosen. Das sieht jetzt aus wie so ein Bustier, aber das ist es nicht. Das ist quasi eine Netzunterhose. Ihr seht, das kommt in die Beine. Und diese, das ist so, hat so, ist so vernetzt, wisst ihr? Dann ist nämlich hier alles mit Luft verbunden. Denn unten soll die Wunde von der Scheide ja heilen. Und deswegen soll da auch Luft drankommen. Am besten Fall natürlich, wenn ihr zu Hause im Wochenbett seid und es gerade Sommer ist zum Beispiel, dann solltet ihr auch einfach nur nackt da liegen, weil es einfach die Wundheilung fördert, wenn da Luft drankommt und nicht einfach alles so zu ist. Genau, besonders in der Anfangszeit, sage ich mal. Und das ist auch angenehmer. Genau, das bekommt ihr auf jeden Fall im Krankenhaus. Ihr werdet sehen, ihr werdet, also ich habe auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich aufs Klo gegangen bin, um Pipi zu machen, habe ich auf jeden Fall meine Binde gewechselt, weil sie einfach richtig voll war. Ihr wisst, nicht vergessen, wir reden von diesen Lappen, ja. Es ist einfach nur Wahnsinn. Und übrigens hat man mir auch noch im Krankenhaus einen Messbecher gegeben. Und da hat man mir quasi erklärt, Wasser reinzufüllen, lauwarm oder kalt, wie es dir halt am besten tut. Und dann setzt du dich aufs Klo und lässt es quasi während dem Pinkeln oder nach dem Pinkeln quasi auf deine Scheide fließen. Weil es einfach sehr gut tut, weil es kann auch brennen, die Pipi. Und übrigens, benutzt man einfach kein Klopapier, weil da alles so wund ist, da fasst du nicht mal hin. Also in den ersten Wochen habe ich meine Scheide nicht angefasst, weil es einfach sehr unangenehm, also ersten 10 Tage, sage ich mal, weil es einfach total unangenehm, die Wunde ist da, du willst nichts kaputt machen, du willst überhaupt nicht wissen, was da unten ist. Und irgendwie ist das alles sehr empfindlich, ja. Und deswegen ist es immer sehr cool gewesen, einfach Wasser reinfüllen, drauflaufen lassen auf die Mumu und dann ist die sauber und man fühlt sich auch tatsächlich frisch, weil man spült gleichzeitig auch das ganze Blut weg. Also das ist wirklich eine gute Sache, macht das unbedingt. Es gibt übrigens auch diese Muschi-Duschen, ja, ich muss es tatsächlich so benennen, denn so ist es auch. Es ist, sieht aus wie eine elektrische Zahnbürste, ich blende euch das mal ein, kann man auf Amazon bestellen, ich habe es jetzt nicht bestellt. Ich glaube, das war mal bei Höhle der Löwen auch, gab es das als Produkt. Es sieht aus wie eine Zahnbürste und aus diesem Kopf vorne wird halt Wasser gesprudelt. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Hätte ich mir tatsächlich auch besorgt beim ersten Kind, aber ich wusste es nicht. Und jetzt fand ich es beim zweiten Kind blöd, es zu bestellen, weil
Mein Gott, das ist dann das zweite und wofür brauche ich es noch? Aber wenn ich jetzt nochmal ganz frisch Mama werden würde und ich wüsste, ich habe jetzt 2, 3 Geburten von mir, würde ich es schon machen. Ja, würde ich es kaufen. Gut, auf jeden Fall ganz tolle Sache. Das heißt, ihr geht aufs Klo, wechselt eure Binde, macht es voll, spült euch quasi da ab, wieder neue Binde rein. Und meistens müsst ihr euch auch eine neue Unterlage ins Bett tun, weil meistens ist es einfach so viel, dass es überläuft. Das ist leider so. Und die Unterhose könnt ihr quasi auch wechseln. Das bekommt ihr quasi im Krankenhaus und ganz starken Ausfluss und das Ganze ist besonders die ersten 5 Tage, würde ich sagen. Da ist alles sehr unangenehm, auch beim Setzen tut alles weh, die Mumu, also auf jeden Fall bei mir, ich erzähle euch ja alles von meiner Sicht. Also das habe ich alles als sehr unangenehm empfunden, aber tatsächlich wird es immer besser. Am Anfang kommt natürlich Blut raus, aber nach und nach, also in diesen 8 Wochen, wird das Blut dann, immer heller, hellbraun, hellgelb, ja, bis irgendwann mal jetzt eigentlich nur noch so flüssiges Wundsekret rauskommt, also kein Blut mehr. Bei mir ist es auch kein Blut mehr. Bei mir ist es jetzt 8 Wochen vorbei Binden benutze ich allerdings trotzdem noch, weil einfach immer noch so ein bisschen Wundsekret rauskommt, kein Blut mehr, aber ich benutze diese Latschen schon lange nicht mehr, die habe ich wirklich für euch aufgehoben quasi. Ihr könnt auch tatsächlich so nach 10 Tagen habe ich dann angefangen, normale Binden mir anzuziehen. Da kam auch immer noch Blut raus, aber es war nicht mehr nötig, diese Riesenbinden zu kaufen. Übrigens könnt ihr diese Riesenlatschen auch bei Amazon bestellen, wenn ihr nach Hause geht und die immer noch braucht. Dann könnt ihr die quasi bestellen, damit ihr einfach zu Hause auch gewappnet seid. Oder dieses Krankenhaus gibt euch eine Packung mit, das macht ihr, wie ihr wollt. Aber ich verlinke euch alle Sachen, die ihr benötigen könnt. Auch solche Unterhosen, auch Wickelunterlagen, einmal Waschlappen, alles mal in die Infobox als Link von Amazon. Dann könnt ihr mal aussuchen, ob ihr was braucht oder ob ihr es lieber irgendwie so spontan machen wollt. Ihr könnt euch ja einfach mal durchklicken. So, zu Hause angekommen, nach 10 Tagen Riesenbinden habe ich dann angefangen, normale zu kaufen. Und zwar habe ich dann tatsächlich einfach die von DM gekauft, die von Yessa, DM Dry Comfort Night. Das sind die langen mit Flügeln, also die braucht es dann schon. Also es braucht nicht die ganz kleinen Slip-Einlagen, sondern schon etwas größere. Deswegen habe ich mir die Night, die für die Nacht gekauft, genau. Übrigens, wenn ihr es quasi ein bisschen... wenn ihr das jetzt nicht auf Amazon bestellen wollt, so Einwegwaschlappen und wenn man dann auch irgendwann mal wieder sich abputzen kann oder sich traut, ja, oder wenn ihr euch einfach unangenehm unten fühlt und euch einfach mal abwischen wollt, feucht, dann kann ich nur empfehlen, die Einmalwaschlappen, die sieht man jetzt nicht so, von Babylove, ja, immer dieses... genau, das sind diese Einmalwaschlappen von Babylove, die könnt ihr natürlich auch bestellen oder kaufen bei DM. Die sind auch ganz gut, die habe ich immer mal benutzt, so zwischendurch, wenn ich mich einfach, ja, mal unten unwohl gefühlt habe, einfach nass machen und dann so ein bisschen drüber. Aber tatsächlich habe ich das erst so nach 2, 3 Wochen gemacht, weil dann traut man sich auch so ein bisschen, das da unten hinzulangen. Und was ich mir auch noch gekauft habe, habe ich aber jetzt gerade nicht da, muss ich holen auf meinem Schrank, sind Unterhosen. Moment, die hole ich mal. Die verlinke ich euch auch sehr gerne auf Amazon. Ich habe meine jetzt bei Woolworths gekauft, für alle, die den Laden kennen. Mal gucken, ob ich jetzt wieder hier scharf bin. So, und zwar habe ich mir tatsächlich besorgt, auch schon bei Arthur habe ich mir besorgt, so ganz gemütliche, riesengroße Unterhosen, die aus einem gemütlichen Stoff sind und die tatsächlich so ein bisschen nach oben gehen, damit man quasi den Bauch auch schon so ein bisschen zurückbilden kann. Also nicht zu eng, aber sie sind auf jeden Fall hoch und gehen über den Bauch. Sind natürlich sehr unsexy, aber... Sex oder Sexiness im Wochenbett ist sowieso fehl am Platz. Genau. So viel dazu. Das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ich verlinke euch auch alles, was ich euch zeige, was ich benutzt habe, unten in die Infobox. Und übrigens möchte ich noch sagen, dass zu diesem Wochenbett natürlich auch das ganze Stillthema dazu gehört. Und über das Stillen habe ich ein ganzes Video gedreht, auch über die Muttermilch abpumpen, falls ihr abpumpen wollt. Also schaut euch diese Videos auch gerne an, ich verlinke sie euch auch unten in der Infobox. Für mich finde ich das Wochenbett natürlich nicht nur unangenehm, oder ich empfand das Wochenbett beim ersten und auch beim zweiten Kind nicht nur unangenehm, weil unten einfach alles so viel passiert und so unangenehm ist und man einfach ausläuft, auch zu Hause und Blut und hier und es ist einfach eine unangenehme Sache, sondern ich fand es auch unangenehm, weil natürlich dann natürlich auch diese schlaflosen Nächte dazukommen, man ist super müde, das macht einen auch fertig
weil man es einfach nicht gewohnt ist oder nicht mehr, auch beim zweiten Kind halt. Und was noch dazu kommt, sind dann diese Stillprobleme, die Brüste tun weh, die Warzen schmerzen und man ist einfach so mit allem so ein bisschen überfordert. Aber tatsächlich muss ich trotzdem sagen, das zweite Kind, würde ich sagen, ist das Wochenbett besser gelaufen für mich, weil man kannte schon viel, ja. Also ich habe mich darauf eingestellt, okay, ich werde müde sein, ich muss aufstehen nachts. Ich hatte aber auch schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Stillen. Ich wusste, wie man das Kind positioniert. Ich habe mir nicht so viele Sorgen oder so einen großen Kopf gemacht, wie ich beim ersten Kind gemacht habe. Hat er genug getrunken, ist okay oder keine Ahnung. Und das mit dem Auslaufen, man nimmt das alles so ein bisschen einfacher hin, weil man sich denkt, gut, ist halt so, geht vorbei und irgendwie hat man es eben schon mal gemacht. Deswegen tatsächlich finde ich das zweite Wochenbett flüssiger im Sinne von, ja, leichter zu überstehen. Genau, übrigens haben wir jetzt 8 Wochen danach. Wochenbett ist für mich eigentlich ziemlich vorbei. Ich habe ja ein zweites Kind, das ich bespaßen muss. Das heißt, das Wochenbett war für mich tatsächlich eigentlich nur 2 Wochen. Denn 2 Wochen hat mein Mann sich freigenommen. Ja, und ansonsten geht das Leben halt weiter, ne? Und jetzt möchte ich euch gerne auch noch... übrigens habe ich heute Morgen zum ersten Mal gebadet und es war so geil in der Badewanne. Ja. Übrigens, jetzt habe ich noch ein paar gute Tipps für euch die gibt es jetzt. Der erste Tipp ist auf jeden Fall, wenn die Mumu schmerzt in diesem Wochenbett zum Beispiel oder wenn ihr einfach ein bisschen was für eure Mumu tun wollt, sag ich mal, dann nehmt ihr euch einfach diese Binde, macht sie auf. Ich mache das jetzt mit euch. Ja, macht sie auf, diese Flügel. Und dann schüttet ihr hier in die Mitte quasi das, was an die Mumu kommt, schüttet ihr hier so ein bisschen Olivenöl hin. Dann macht ihr das Ganze wieder zu. Das wieder drauf. Und dann versucht ihr das schön wieder einzupacken und dann packt ihr die Binde mit dem Olivenöl schön getränkt, also nur da, wo es an die Mumu kommt, ne? Packt ihr das in den Kühlschrank und nach 1-2 Stunden ist das Olivenöl schön kalt, die Binde ist kalt und dann könnt ihr das wieder in eure Unterhose tun und dann hat das richtig eine schöne, kühlende Wirkung, da, wo es weh tut und an der Mumu und das tut wirklich sehr, sehr gut. Also Olivenöl in die Binde kann ich nur empfehlen. Der zweite gute Tipp, den ich für euch habe, ist, benutzt unbedingt Öl für euren Bauch. Schmiert euren Bauch mit Öl ein, mit einfach so dem Öl, vielleicht habt ihr das ja auch schon in der Schwangerschaft benutzt, für Dehnungsstreifen oder Antidehnungsstreifen, denn es ist trotzdem jetzt auch sehr, sehr wichtig, seinen Körper zu pflegen, besonders den Bauch, und der soll sich auch schnell zurückbilden und auf jeden Fall weiterhin benutzt das Öl, benutzt Creme, schmiert euch gut ein. Das habe ich auf jeden Fall gemacht und empfinde das tatsächlich als sehr hilfreich. Ja. Der nächste Tipp ist übrigens auch wieder etwas mit der Binde. Und zwar solltet ihr mal keine Brustpads oder Stillpads zur Hand haben, weil sie vielleicht alle sind. Dann nehmt ihr euch eine Binde, ja, und könnt einfach hier durchschneiden und da durchschneiden und dann könnt ihr das einfach in euren BH tun als Stillpad quasi, wenn ihr mal keine mehr habt. Anton liegt hier. Und der letzte Tipp ist ein Haargummi. Und zwar dient das Haargummi dazu, zu wissen, welche Brust ihr als letztes gestillt habt. Manchmal ist es, also im besten Fall ist es natürlich so, dass das Kind hier 5 Minuten trinkt und da 5 Minuten trinkt. Aber manchmal trinkt es auch nur auf einer Seite, weil es dann eingeschlafen ist und nicht mehr aufzuwecken ist. Vielleicht habt ihr aber auch einfach das Bedürfnis zu sagen, okay, wenn es als letztes rechts getrunken hat, möchte ich, dass es jetzt als nächstes links trinkt. Und damit ihr quasi nie vergesst, welche Seite als letztes getrunken worden ist, könnt ihr euch ein Haargummi nehmen und ja, dann könnt ihr sagen, okay, als nächstes muss es jetzt rechts trinken oder als nächstes muss es die linke Brust trinken und dann wisst ihr quasi immer Bescheid, denn man vergisst es tatsächlich. Und übrigens, vielleicht habt ihr es noch nicht gehört, aber es gibt die sogenannte Stilldemenz. Das heißt, dass man einfach alles vergisst während der Stillzeit. Also mir passiert das total. Ich bin total vergesslich und mache total verrückte Dinge. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal. Hier gibt es jeden Donnerstag ein neues Video für euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht gerade schwanger seid, ob ihr vielleicht gerade im Wochenbett seid oder vielleicht seid ihr überhaupt nichts von beidem und seid einfach gerade auf mein Video gestoßen und wart einfach so interessiert, um was es hier geht. Ja, ich freue mich immer, eure Kommentare zu lesen.
Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier nächsten Donnerstag wiedersehen. Dann wieder mit einem neuen Video natürlich. Ja, bis ganz bald und tschüss, eure Melody.